Finde ich jetzt nicht so das Item. So, da hinten gab es auch nochmal eine kurze Abschwächer. Was ist hier? Route 3 erinnert mich. Route 3, Generation 3 erinnert mich das so ein bisschen. Auf der Traumwahl, hier dreht sich alles um die Erforschung von Fossilen. Immer wird es hier nur so von Pokémon aus längst. Okay. Donnerschein! Nice! Geile Scheiße! Okay. Wenn ich jetzt noch Donnerblitz hätte, dann hätte ich schon mein Pokémon. Boah, das wäre so Imber. Lenderhunder reicht wirklich kein Donnerblitz. Das ist scheiße, ist das. Das ist richtig scheiße. Pension? Als 2 Jahre, okay. Geht das hier? Okay, es würde funktionieren. Ich kaufe mal lieber nichts. Bei Tafel, was da 30 bringt, mir nichts mehr. Und den Sprudel will ich gar nicht wissen. Super, jetzt habe ich einen Donnerschein? Okay, wohnst du hier? Ach, das war der, den er meinte. Handy Level auch noch ein Item? Kann ich gegen den Eis antreten oder nicht? Zum ersten. Als erstes hat er einen Zubat gehabt, ne? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall glaube ich ein Flug-Pokémon. Warte, ich rede mal mit dem. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass du mich die Gefälligste in Ruhe? Okay. Was ist dein fucking Problem, ey? Was ist echt sein Problem? Okay, eine Golferin hier und irgendjemanden. Ne, es sind beides Golfer. Es sind beides Golfer. Okay. Der Golfer Florian. Ein Wuffels. Ein Hund. Damit er den Ball hinterher jagen kann, bestimmt. Ja, aber das war zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt der Golfer. Auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, die Verteidigung von ihm ist jetzt nicht so toll. Jaula. Dann jau mal rum hier. Und mir fehlt wirklich nur der verdammte Donnerblitz. Okay, danke, dass du deine Runden so ein bisschen verschwendest. Ein Jaula hätte ich noch verstanden, aber nicht den zweiten. Da ich ja immer mit meinem Donnerschock komme. Das ist so scheiße wegen einer blöden Attacke. Wo gibt's den Donnerblitz? Als TM? Will ich haben! Und. Hola! Der Ball fliegt! Es muss aus der Hüfte kommen! Hüfte kommen! Hüfte, Hüfte, Hüfte kommen! So! Man hat hier noch nie Fußballer eingebaut. Ein Mauzi, okay. Aber eins, was in Alola bereist war. Die Idee finde ich eigentlich so genial. Wenn du da nur Mauzi siehst, du weißt nicht, was für eins. Komm, krieg die Skatik ab. Nö, warum auch? Okay, das war ein Quit. Danke, danke, dass du daneben triffst. Aber ich will den Quit jetzt nicht nochmal bekommen. Reicht aber auch ohne, okay. Mauzi ist down. Und damit ist dein Golfspiel beendet. Eine Katze und ein Hund hat gepasst. Hat wirklich gepasst, ey. Das Ehepaar hier. Okay, was hat's mit dem auf sich, echt? Ah. Müssen wir alles sammeln? Raus da! Ich hab dich genau gesehen.
Tipps für Trainer. Kommen wir mal ein bisschen später. Da hinten ist eine kleine Insel. Wir wollen alles erkunden hier. Ach, so eine Angel. Ein Doppelkampf! Ich bin Garat, der Wunderkind. Ja, genau, so siehst du auch aus, ey. Kampf-Pokémon würde ich tippen. Vater und Sohn. Ja, genau. Karate-Familie, sagt ja alles aus. Macholo und... Ich meine, der Vater hat einen Machschock oder Machomai. Das ist ja bitter. Und Lars ist ganz schlecht, wo du gerade gehst. Aber immerhin ist das vom Vater stärker. Ja, immerhin das. Ganz schnell raus hier, echt. Ganz schnell. Und ich tut dir nicht gut. Karate-Schlag. Nicht sehr effektiv. Und der Silberblick. Geht das auf beide? Ja, okay. Ich würde sagen, du kümmerst dich um den und du kümmerst dich um den linken. Genau. Ein Ziehschrank! Dass du nicht überleben wirst. Ah ja, klar. Ja, stimmt. 233? Das hab ich gerade schon auch bekommen. Ja, die Paralyse. Nice. Ja, Pikachu war klar. Ich brauche einen Reitschuh. Dann wäre es echt kein Problem gewesen. Null Problem, wo wäre das gegangen. Super. Nein. Wir machen das so. Du holst den runter. Und ich verschwende mal kurz einen Beleber. Wegen Erfahrung. Ja, so einfach geht das. Weil das reicht ja. Dicker. So. Klar, meine Verteidigung war gesenkt. Er kriegt Step drauf. Aber Funkensprung. Nein, nicht erlernen. Ja, jetzt will ich sagen, die Attacke ist stärker. Ja, ist sie. Aber sie ist physisch. Und Pikachu auf physischer Seite? No, no go. Dann bleibe ich lieber beim Donnerschlag. Ich will einen Donnerblitz haben. Ich will den Donnerblitz haben, der ist viel, viel effektiver. Stärke 90 und dann geht's ab. Ja. Dann noch natürlich die Chinese drauf mit Rengeschmied, bam. Und eine Donnerwelle oder ein Wangenrubbler, bam, down. Geile Kombo. Okay, hier ist schon die Prüfungskette. Ist das Route 5? Habe ich gerade richtig gelesen? Oh shit. Oh shit. Hoffentlich komme ich da nochmal hoch. Ja, komme ich. Glück gehabt. Hier liegt ein Ätter, brauche ich nicht unbedingt. Hier liegt ein TM. Wirbler. Was ist denn das für eine Attacke? Das sagt mir gar nichts. Unlicht. Kann aber Stabilität nicht erlernen, okay? Schlecht. No. Und da ist natürlich jetzt ein Pokémon, ne? Oh, ein Dickter. Ein Dickter läuft hier rum. Schlecht für Pikachu. Gut, wir werden aber schneller sein. Warum ist das eigentlich schläfrig? Ja, also ich habe die Trainer hier auf jeden Fall gesehen. Und hoch komme ich ja wieder. Ach, hier bin ich. Ach so. Oh. Da komme ich ja komme ich doch gar nicht hoch. Wieder, oder?
Weil, ja, hier war die Wasserprüfung. Da oben ist dann... Oh, die Schattendschungel und da oben war die Feuerprüfung. Ah, jetzt verstehe ich den Aufbau dieser blöden Insel. Klar, im Notfall geht aber mit Duak da hoch, oder? Müsste ich theoretisch können. Weil ich habe jetzt gedacht, weil ich habe vorhin auch schon Route 5 gelesen. Ja, da war ich auch schon. Ja, da komme ich nicht mal hoch. Oh. Ja, alles klar. Glurak! Es ist nicht so genial. Einfach nur geil gemacht. Das bin ich auf Route 8 beim Pokémon Center. Ja, genau. Okay. Das ist dann natürlich vorteilhaft. Ja, weil hier steht jetzt Route 5. Da, deswegen. So, auf zur Prüfung. Schatte, Schatten. Das klingt nach Unlicht fast. Unlicht oder Geist? Tag. Herzlich willkommen bei meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinem Pokémon schreibt einfach die Mischung. Ihr führt alle Voraussetzungen als Küchenhilfe. Ich meine natürlich, ihr führt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Gletscherschrein erhalten von Kaporiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu schreien. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesricht ins Ohr. Da kannst du ihn hören. Nein. Ah, jetzt. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Dafür sollst du mir viel Zutaten bringen. Eine Magobär, eine Mini-Pilz, einen Vitalgrad und eine Wundersaat. Hier diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Okay, muss ich nachher wieder abgeben? Ja, bestimmt. Würdest du die Zutaten in einem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bismarck übrigens leichter finden, denn es spürt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln, aber das heißt, das weißt du ja schon von der Oberfarm. Also nochmal zum Mitschreiben. Vier Zutaten sollten es sein. Eine Mago, ein Mini-Pilz, ein Vitalrad und Wundersaat. Also dann, der Schattenkönig Dschungel erwartet dich. Schattendschungel vor allen Dingen, ja. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Zu schattig für meinen Geschmack, okay. Klar, ich kann jetzt hier schnüffeln lassen. Ist das aber Sinn der Sache? Offensichtlich schon, oder? Mini-Pilz. Das muss man sich auch noch merken. Okay. Der Riesenpilz greift ein Parasekt. Scheiße. Ich brauche Armageddon. Dringst. Ganz dringend. Was kommt da? Rasierblatt, Ekelsamen, Blutsauger heißt da. Oh, geil, ein Miat. Warum hast du mir so viel abgezogen? Hier, bitteschön. Du Parasekt, du. Wie gesagt, ich würde eher auf Unlicht-Pokémon tippen. Warte, wenn ich auf Unlicht tippe, ja? Ich hab's mal einen feinen Mini-Pilz, hast du da gefunden? Warum darunter Pilz, die Baba der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch für den drei Zutaten, finde sie bitte ganz schnell. Du musst mich nicht jedes Mal nerven, dass ich schon die Zutaten habe. Wisst ihr was? Ich tue Armageddon mal nach vorne. Ich komme darauf nicht klar mit der Y-Taste. Gut, das war irgendwie eindeutig. Mit dem Lichteinfall. Oh, das ist eine TM. Die will ich haben. Wo riechst du hier was? Der Baum wackelt und greift mich an.
Ja, oder Pflanzen-Pokémon, ne? Imantis greift an. Also die Prüfung finde ich aber wäre ein bisschen interessanter als das mit dem Tanz. Ja gut, man muss ja irgendwie was einbauen, ne? Was mit dem Typ passt. Oder benutzt die Pflanzen-Pokémon. Also bei Schatten stelle ich mir eher sowas Schatten und Lichtgeist vor. Ah, Honig. Ah, das, ach, das wird dann rot. Jetzt verstehe ich das erst. Wenn der was aufschnüffelt, wird's rot. Eine Beere ist im Erdreich vergraben. Eine Magobeere. Nice. Oh, jetzt kommen die Troller wieder hier. Hey, ich bin's, Mau, eine feine Magobeere hast du da gefunden. Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Doch wenn es zwei Zutaten, finden sie bitte ganz bald, ja? Stress nicht so. Ja, in jedem Bereich wird eine Zutat sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es sind vier Bereiche. Bisschen offensichtlich. Ja, okay, hier bräuchte ich schon eine andere. Hier bräuchte ich den großen Tauros-Rambock. Okay, der riecht hier schon was. Ein X-Angriff. Oh Mann, ey. Das brauche ich alles nicht. Okay, den Felsen kriege ich nicht kaputt. Da brauche ich wahrscheinlich ein anderes Pokémon für. Das ist ein schlechter Witz, oder? Das war so klar. Aber das brauch, da brauche ich nicht schnüffeln. Das war so klar. Ja, war. Mehr Schnärschkraft auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Jetzt wird nur noch eins tut, dann findet sie schnell. Ja, und die letzte Zutat war. Eine Großwurzel. Das war sie nicht. Das war das Vitalkraut. Hi, das. Ich ras mal. Ne, da war ich schon. Da war ich schon. Fehlt nur noch. Genau hier. Der Bereich. Bismarck-Detektor, bitte. Okay, hier hinten könnte. Ne. Bei dem Ding, den haben wir am ersten getippt. Der wird sich zurücklaufen. Hyperdrang. Okay, nehme ich auch. Nehme ich auch gerne an. Okay, dann liegt das Item hier, oder? Mein Vitalkraut, okay, ja, okay. Ein Pokémon-Stürmer, der Mond greift dich an. Wieso wundert mich das nicht? Warum wundert mich das nicht? Schon wieder? Können Sie mal was Originelles einfallen lassen? Das ist immer nur die gleichen Pokémon mehr hier vor die Linse zu setzen. Hol es mal bitte runter mit dem Pflücker. Ich glaube, dass die Pflanzen einsetzt. Aber das hat mittlerweile meinen Anschein nach. Obwohl, mit dem Blumenstrauß da auf ihrem Kopf. Ja. Ich muss mal ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Selbst mit Pokémon erschreckend bitter, aber das gibt die richtige Würze. Oho, du hast ja die alle Zutaten beisammen. Bringer, fang jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Kann ich gerne machen. Der Anfang ist ja nicht weit weg. Es kommt gleich das Herrscher-Pokémon, oder? Ja, muss ja. Und danach kommt ja noch eine Prüfung. Falscher Weg. Falscher Weg. Du gehst den falschen Weg, Philipp. Du musst da unten lang. Hier unten. Bismarck. So.
Es kommt das Herrscher-Pokémon, da tippe ich was mit euch. Oh, Philipp, jetzt wo alle Zutaten zusammen beisammen hast, fehlt nur noch... Da sind wir auch schon. Hallo Mao, wie geht's, wie geht's? Was wollt ihr jetzt? Ich bringe wieder meinen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wieder ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Tracy, ich danke euch. Also gut, Philipp, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Gut, dann prüfen wir jetzt nochmal gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Metallkraut, eine Portion Wundersaat. Prima, so wie das Rezept es verlangt. Dann kochen wir jetzt mal Spezialmenü. Schwingen wir den Kochlöffel, steht da unten. Das Aroma des Gerichtes sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Ja. Okay, Tracy, dann kippe ich jetzt das Zauberwasser in den umgesculpten Beulenhelm. Ja klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobär, der Minipilz, das Metallhaus und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Keinerlei, uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Philipp. Schampfe jetzt alles mit den beiden Knochen klein. Drück nach und schampfe. Ja, okay. Ach, schade, ich muss länger auf die Taste drauf. Haut drauf!